Hallo Leute und herzlich willkommen zu Hello Neighbor Alpha 2. So, und heute kann ich euch endlich verraten, heute werden wir die kleine Cheat-Konsole benutzen. Ihr seht das jetzt unten, ist ein kleiner schwarzer Balken aufgetaucht und... Okay, jetzt muss ich kurz gucken, was könnte ich... Okay, warte mal, wir können jetzt mal zum Beispiel hier Players Only... Was passiert dann? Ich glaube, dann ist eben der Nachbar irgendwie gefreezed, oder? Wir können jetzt dieses... Hä? Wieso kommen wir denn hier nicht rein? Hä? Ist das immer so? Warte mal, was? Ich kann auch... Ah, es ist alles gefreezed. Bis auf den Spieler. Ja, warte mal, wir können... Ah, das ist aber nice. Warte mal, wenn wir jetzt hier einen Ball schießen, bleibt er einfach stehen, weil alles gefreezed ist. Außer wir. Und das Feuer dort scheinbar. Okay, interesting. Auf jeden Fall können wir das Ganze... Junge. Genau, danke. Können wir das Ganze hier so ein bisschen ausprobieren? Lol. Kann ich jetzt... Egal durch welche Tür gehen? Nee. Okay, ja, wie gesagt, jetzt ist alles gefreezed bis auf... Ach so, aber ich kann sie trotzdem wieder aufmachen. Also es ist alles gefreezed. Auch der Nachbar tatsächlich. Also er läuft jetzt hier einfach am Stand. Okay. Okay, ah, hier ist ein Brett. Wieso ist denn hier ein Brett? Okay, wir können das aber rausnehmen. Oh, alles klar, Digga. Welcher Mensch hat das? Okay. Wir können jetzt... Wie mache ich das denn eigentlich wieder weiter? Muss ich das einfach nochmal eingeben? Warte mal, ich bin gerade komplett überfordert. Ah ja, okay, jetzt funktioniert alles wieder. Ja, okay. Gut, dann, Destroy Target. Oh, was? Okay, warte mal, ich habe eine Idee. Wir machen das Ganze nochmal kurz Freeze. Können wir das auch einfach so machen? Freeze Frame. Ja, es hat einfach noch nichts gemacht. Warte mal. Ich mache nochmal kurz Player oder Players Only. Der Nachbar macht ja jetzt da, glaube ich, trotzdem noch seinen Sport, ne? Genau. Aber er kann mich da nicht holen. Was ist jetzt, wenn wir... Ich weiß nicht, wie schlau das ist, wenn wir das am Anfang machen. Wir könnten nämlich jetzt Destroy Target machen. Aber ich glaube, das machen wir besser mal erstmal noch nicht, weil... sonst ist der Nachbar dann weg und dann können wir gar keine Späßchen mehr mit ihm machen. Ich muss hier kurz ein bisschen runter scrollen. Ich habe hier nämlich so ein Dings offen. Okay. Wir können auf jeden Fall... können hier noch etwas anderes machen. Und zwar... Change Size. Ich weiß jetzt gar nicht, was muss ich... Muss ich da noch eingeben? Okay, jetzt zum Beispiel Size 10. Weiß jetzt... Oh Gott, ja, okay, warte, das war jetzt von uns. Wie mache ich das nochmal? Alter, der Schatten. Ja, wie ihr seht, ich bin riesig. Eigentlich kann man das vom Nachbar auch, aber ich weiß gerade nicht wie und ich weiß auch nicht wie. Ach, wie habe ich das gemacht gehabt mit dieser Kamera? Ach so, warte mal, wir können jetzt kurz hier, glaube ich, fly. Genau, dann können wir jetzt... Ach so, jetzt kann ich mit dem Spieler fliegen. Ja, okay, warte, nee, das wollte ich eigentlich nicht. Können wir jetzt hier wieder... In den Walk-Modus, wenn ich glaube ich einfach Walk eingebe. Ja genau, dann fallen wir jetzt hier wieder runter. Aber ich kann hier zum Beispiel jetzt auch in den Ghost-Mode. Und ich weiß nicht, ach so, jetzt bin ich trotzdem immer noch ein Charakter. Warte mal, wie gehe ich denn da raus? So wie ich das im alten Video gemacht habe da bei uns. Scheiße, warte mal. Alter, wie scheiße riesig ich auch einfach bin. Aber ich kann hier immer noch nicht über die Grenzen, oder? Wie komme ich denn jetzt ins Haus? Ich kann einfach durchlaufen, alles klar, Digga. Kann mich der Nachbar hier noch... catchen, wenn ich jetzt hier vorne... Oh Gott. Wenn ich jetzt hier... Warte mal. Ich habe ja das Spiel gerade gefreezed. Deswegen machen wir jetzt einfach mal Players Only wieder raus. Da müsste mich doch der Nachbar danach catchen. Oder nicht? Okay, naja. Ich weiß jetzt gerade aber nicht, wie man das Change Size auf den Nachbar anwenden kann. Wow. Alter, bin ich erschrocken. Holy cringe. Machen wir noch mal kurz Change Size. Diesmal aber wieder auf 1. Lol. Okay. Ich weiß jetzt nicht. Geht es jetzt hier... Cheat Script? Was ist denn das jetzt? Okay, warte mal. Kann ich denn nicht den Nachbarn irgendwie... Irgendwie kann man nämlich noch den Nachbar vergrößern. Change Size Neighbor auf 10. Geht das nicht? Verstehe nicht mehr, wieso das nicht geht. Okay, warte. Wir freezen jetzt das Ganze nochmal. Dann spielen wir das kurz, das Spiel kurz durch, denn... Es gibt nämlich noch was, das ich euch unbedingt zeigen will und das ist sehr, ja, interessant, sage ich mal. Aber das Ganze kommt in meinem anderen Dings und heute kommt aber auch noch was. Und zwar etwas, das, ach scheiße, warte mal, ah doch, ja. Und zwar kommt aber auch noch was, okay, warte, genau, der Nachbar ist jetzt hier. Wir versuchen jetzt mal, was passiert, wenn wir den jetzt destroyen, weil wir können ja hier eingeben, wo ist es hier, ich muss kurz suchen, Destroy Target, okay, warte mal. Destroy, ja, Target. Ja, der Nachbar ist weg. Ach, oh, lol, der Nachbar ist weg, aber er selbst ist noch da. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann jetzt hier auch den Schlüssel nehmen.
Kann jetzt hier kurz aufmachen. Genau, danke. Oh, das Spiel ist abgestürzt, alles klar. Och Mann, Junge. Wir sehen uns, wenn ich wieder in-game bin. Leute, es gibt einfach einen Gott-Modus. Kann uns da nicht mehr kann uns da nicht mehr catchen oder was? Ich habe den jetzt gerade mal aktiviert. Hallo? Doch. Hä? Guck mal, wenn ich jetzt. Es gibt hier diesen Gott-Modus, aber er bringt einfach nichts, oder was? Keine Ahnung. Hä? Was bringt dieser Gott-Modus? Es bringt einfach nichts. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall können wir hier in den. Haben wir gerade überlegt, eigentlich könnten wir uns viel einfacher machen. Einfach kurz in den Ghost-Modus. Denn dann können wir durch alles durchfliegen. Oh Gott. Ich weiß allerdings gerade, wie gesagt, nicht, ob uns hier der Nachbar irgendwie catchen kann oder nicht. Wo bin ich denn jetzt? Oh. Ah, wir sind jetzt schon im Ending. Genau, das wollte ich nämlich machen. Denn da hinten ist nämlich so eine schwarze Box bei der Tür. Irgendwie kann ich mich gerade nicht bewegen. Der Nachbar ist aber trotzdem da. Ich dachte, der Nachbar ist nicht hier. Wie dem auch sei, auf jeden Fall rennen wir jetzt hier runter. Wir können ja eigentlich hier auch noch kurz in den Walk-Modus. Alter, ist echt creepy hier unten. Genau, hier ist auch wieder der Teddy. Alter, ist das creepy. Egal, wir gehen jetzt nochmal in den Walk-Modus. Eigentlich, wenn das jetzt klappen würde. So, Walk. Genau. Allerdings ist auch hier diese Tür. Oh Gott. Auch wenn wir dort jetzt im normalen Modus entgegengehen würden, dann würden wir... da würden wir halt wieder diesen Screen bekommen und so weiter und so fort. Ist hier in der Kinderkrippe? Alter, sieht einfach so nichts. Ist hier irgendwo? Nee, hier ist nichts rausgefallen. Ich weiß auch gar nicht, ob man dann so jetzt in die normale Dings zurück kann, wenn man jetzt hier nach oben. Ah, nee, ist wieder einfach neu getriggert. Oh, der Schatten. Oh, ich sehe nichts. Okay, das wäre jetzt natürlich sehr interessant gewesen, wenn wir diesen Schatten gesehen hätten. Kann die Musik mal aufhören, Alter? Okay, wie immer auch sei, auf jeden Fall habt ihr diese vorhin schon gesehen und ich glaube, ihr wisst, auf was ich hinaus möchte. Das. Also, das wird der Keller der Zukunft sein, scheinbar. Weil wenn wir durch diese Tür gehen, dann würde ja jetzt noch der Screen gedingselt, sag ich mal, getriggert, wo wir nicht durch können. Wir können allerdings hier mal so ein bisschen durchfliegen und diesen Keller erforschen. Wir haben hier unten, wenn es geht hier runter... Da brennt alles, da können wir obviously nicht durch. Hier geht es allerdings weiter um die Ecken. Das ist ein sehr weirder Keller. Und da wird uns scheinbar dann der Nachbar durchverfolgen und wir müssen möglichst schnell... Ach, ich kann hier gerade gar nicht interagieren mit den Sachen. Naja, auf jeden Fall müssen wir dann zum Beispiel möglichst schnell den richtigen Schlüssel finden. Hier den richtigen Weg wählen. Ist das hier eine Taschenlampe, oder? Ne, was ist das? Keine Ahnung. Dann hier würde man zum Beispiel runterdroppen. Man würde von beiden Seiten das gleiche kommen, dann müsste man den ganz schnell anmachen, hier aufmachen, hier durch, weiterrennen. Ja, man wird halt dann so ein bisschen verfolgt. Also das ist meine Vermutung und auch die Vermutung von vielen anderen. Hier ist zum Beispiel nochmal das Bett vom Nachbarn. Ja, oh, jetzt habe ich mich versteckt. Und hier oben geht es auch noch irgendwo hin. Haben ein bisschen den Überblick verloren. Hier geht es dann wieder runter irgendwo hin. Also so, auf jeden Fall, ihr seht, es ist ziemlich riesig hier alles. Schlussendlich führt aber alles zu diesem Raum. Und hier, aber hier ist es schon mal noch nicht wirklich weiterentwickelt, denn hier ist zwar eine Plattform, hier unten ist auch ein Stuhl, okay. Wieso ist hier der Nachbar in der Nähe? Keine Ahnung, was passiert, wenn wir jetzt hier aus dem Ghost-Modus rausgehen, in den Walk, Alter, in den Walk-Modus, ich kann nicht schreiben. Okay, hier drauf können wir stehen. Mit der Tür können wir allerdings nicht interagieren. Hier können wir obviously auch nicht durch die Wand, ich will da jetzt nicht runterspringen, weil dann fallen wir ins Nix. Ich gehe nochmal ganz kurz in den Ghost-Mode. Können wir hier nochmal durch? Wieso ist hier der Nachbar? Also irgendwo muss er ja sein, weil sonst würde das hier nicht so komisch die Stimmung umschwanken. Okay, hier wird aber auch nichts getriggert. Wir können sowieso, glaube ich, noch nichts, noch mit nichts so richtig interagieren. Ja, okay, warte, das ist jetzt natürlich ganz unangenehm. So, wir sind jetzt hier wieder im Ghost-Mode. Auf jeden Fall gibt es hier verschiedene, hier gibt es zum Beispiel auch noch einen Raum, da ist auch noch ein Gang. Hier unten geht es auch noch durch. Also, hier gibt es wirklich viele Sachen, die man hier noch entdecken kann. Hier brennen auch wieder Puppen und Stühle, wieso auch immer. Also, hier ist wieder dieses Bild. Aber das hier sind ja obviously jetzt nicht wir, das hat sich ja geklärt. Also, auf jeden Fall verbirgt sich hier auf jeden Fall dann noch was. Hier ist der Nachbar. Ja, aber das heißt, er ist hier irgendwo dann auf jeden Fall schon ready, um uns zu verfolgen. Ich weiß nicht, ob das in der Zukunft in einer Beta-Version oder so der Fall ist. Oder in der nächsten Alpha-Version. Wieso piepst das eigentlich immer? Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wieso. Okay, auch wenn wir jetzt im Ghost-Modus gehen. Ah ne, dann passiert nichts. Was ist denn, wenn wir von hinten mal auf diese Tür zugehen im normalen Modus? So, wir sind jetzt im Walk-Modus. Wenn wir jetzt von hinten, können wir diese Tür vielleicht irgendwie aufschießen? Oh,
Alter, habe ich mich erschrocken, ey. Ja, okay, also, ja, viel mehr gibt es da jetzt scheinbar auch nicht. Ja, Leute, schaut auf jeden Fall das Video an, wo wir das endlich das erste Mal entdeckt haben. Da sind wir auch noch so ein bisschen Panik gewesen und so. Ja, die Videos, die anderen Videos waren sowieso auch interessant. Schaut auf jeden Fall auch die Alpha 1, weil das war, fand ich sogar fast die bessere Version. Da gab es viel mehr Secrets, viel mehr zum Entdecken, viel mehr Herausforderungen, sage ich mal. Hier werden wir sicher mal noch einen Speedrun machen. Das ist noch safe. Vielleicht können wir auch diese Kisten-Challenge nochmal machen. Und ja, viel mehr gibt es dann hier leider auch nicht mehr. Ich kenne noch etwas, was wir auch mit der Cheat-Konsole machen können. Was noch so interessant ist, dass, ja, das werden wir aber dann, werdet ihr alles in der nächsten Folge sehen. Deswegen abonniert die Glocke. Ach, Junge, wieso sage ich das in letzter Zeit so viel? Aktiviert die Glocke und abonniert diesen Kanal, um das Video nicht zu verpassen, wo ich euch etwas wirklich Geiles zeige. Eine versteckte Datei sozusagen, die werde ich euch zeigen und, ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.